Herzlich willkommen zur 19. Folge Fantario mit dem Felix. Moin Moin. Hallo. 50, 70, 80, 90, 100, 110, 100, 120 wolltest du jetzt haben, ne? Ja. Und dann brauchen wir nochmal. Ein paar mehr. Ach, scheiß drauf, wir brauchen eh noch viele mehr davon. Ich brauche jetzt einfach noch ein paar. Und dann brauchst du da drüben noch. Wie viele Maschinen hast du da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das heißt 28 blaue Maschinen, wenn wir das Ding kopieren würden. Jawohl. Und was fehlt? Brauchst du jetzt noch mehr blaue Maschinen? Du wolltest doch einfach nur oben MacMiner ansetzen, oder nicht? Ja genau, dann die ganze Anlage nochmal kopieren, dass wir auf jeden Fall da vielleicht zwei, drei Folgen nicht mehr ran müssen. Warum fehlt jetzt das... Achso, ich hab da gar keine... Ups. So, Hochöfen haben wir schon 52. Noch nicht besonders viel. So, das Ding wollten wir auch noch machen. Hier, wo waren die denn? Das da und Zahnräder und das da und Kupferkabel. Brauchst du noch Greifarme? Lange habe ich, glaube ich, relativ genug, aber die anderen nicht. Okay, und aber wahrscheinlich noch eine ganze Ecke an Fließbändern auch noch, die gelben. Falls sie nicht noch im System genug liegen. Ich glaube nicht. Da fehlen Fließbänder. So. Hier fehlt Schrauben und das da. Schrauben, 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 Schrauben. Hast du noch Schrauben zufällig dabei? Nöp, dann holen wir noch ein paar Schrauben. Und dann brauchen wir noch eine ganze Ecke an Erzförderern demnächst. Die Schrauben kann man. Wo fahren wir die Schrauben zwischen? Pff, nö, warum auch? Wird auch viel zu einfach. Schrauben. Elektronische Schaltkreise stellen wir nicht automatisch her, oder? Nee. Will ich, dass ich wüsste? Doch, tun wir. Echt? Du musst doch selbst wissen, was du mal aufgebaut hast. Nö. Wo stehen wir denn her? Da oben wahrscheinlich. Oben über den tollen Motorendingern. Siehst du mal. Hat er alles vorbereitet hier. Manchmal bin ich echt über mich selbst erstaunt. Aber nur manchmal. Nicht oft, manchmal. So, hast du noch Logistikroboter übrig? Logistikroboter? Ja? Ich hatte noch nie Logistikroboter. Warum nicht? Weil wir die insgesamt, glaube ich, nicht mal besitzen. Oh. Hier bekommt man erst ein Raumschiff vor schon. Oh. Oh ja. Aber ja, Bauroboter, das. Bauroboter haben wir. Also auch schon mal ein schöner Vorteil. Oh, Felix macht die Kisten voll. Das. Oh, warte mal, ich hab Stahlkisten.
Haha. Der hat auch keinen Bock zu arbeiten. Okay. Passt sich einfach uns an. Mhm. Und sagt das nicht so laut, das fällt uns auf. Bei dir fällt das sowieso auf. Nee. Das Problem ist, ich kann mich ja nicht zurückhalten, ich muss ja arbeiten. Wenn du es musst, wäre es auch schön, wenn du es machst. Mach ich. Aber bei dem Laufgeschwindigkeit hier. Schwierig. Stehen. Ne, Dünger stehen wir noch nicht hier, ne? Nö. Okay, wie steht man Dünger hier? Abfüllen und leeren. Nee. Alienwasser, Alienfleisch in Chemiefabrik. Da ist Dünger. Papier und Asche. Und Papier stellen wir aus Fasern und Süßwasser her. Und Asche aus Papier. Oder? Okay. wie wollten wir das jetzt hier unten machen? Die mittlere Anlage dann nehmen oder unter Umständen eher die linke Anlage? Du hattest die Idee, ich habe keine Ahnung, wie du dir das vorgestellt hast. Gar nicht. Ah, ausprobieren. Schmeiß mal hier einen Lupen drüber. Okay. Sobald ich hier fertig bin. Mit dem Band abreißen. Okay, jetzt kannst du das Lupen da setzen. Du müsstest noch mal ganz nach oben zur Anlage. Wir haben kein Radar. Okay, Moment. 10 Minuten bin ich da. Yay! Und jetzt noch rechts eine nehmen oder wie? Und rechts eine nehmen. So, wie weit passt das jetzt da unten mit dem? Kannst du so ein Blueprint machen? Von unten nach oben? Ich versuch's mal selber. Oh, klappt sehr gut. Aber es ist alles in Abdeckung drin, ne? Theoretisch. Vielleicht eine ganz kleine rechte obere Ecke nicht, aber eigentlich schon. Ja, okay. Ist doch alles drin. Dann du da, du da, du da. Noch irgendwas? Ja, wo sind die jetzt Bauroboter hin? Die kommen von links gerade alle an. Mit ihren 500.000 Roboter-Speed und so. Yes! Die machen das hier. Die haben das drauf. Ich glaube fest daran. Irgendwann. So, jetzt müssen wir uns nur noch. Achso, okay. Da ist Felix sogar schon dran. Warst du die langweiligste Person auf der Welt? Du machst einmal den Aufnahmeknopf an und direkt bist du die berühmteste Person auf der Welt, so ungefähr. Ja, auf alle Fälle. So, Teile haben wir wahrscheinlich nicht, ne? Ich nicht. Ja, es ist Wahnsinn. Klappt das so? Ich hoffe es.
Jetzt müssen wir nur warten, bis unsere 600 Roboter da. Ach ne, die haben wir keine. Okay, haben sie 600 Bauaufträge. Ja, die machen das jetzt hier. Ja, es wäre natürlich nicht schlecht, wenn jetzt dann irgendwann dort mal eine Meldung steht, wie viele Knickarme wir dann noch brauchen. Oder allgemein, was noch fehlt. Okay, jetzt geht's los. Ganz viele Fließbänder. Und ein Angriff. Und ich bin viel zu weit weg. Schaffen die das da oben? Der eine geile Turm? Ja, der ist aber jetzt inzwischen auf 46 HP runter. Den sollte man vielleicht mal reparieren. Haben wir hier Möglichkeiten, Reparaturkits herzustellen? Ich habe 150 im Inventar. Also haben wir bestimmt die Möglichkeit, welche herzustellen. Aber bis ich da bin, haben die bestimmt schon zerpflückt. Ja, ich habe keine. Also. Hast du irgendwas falsch gemacht? Muss ich mal suchen, ob wir hier irgendwo. Was brauchen die denn? Eigentlich nicht viel. Reparaturkits. Setz da gleich mal einen Hangar, wenn du noch einen hast. Wunderbar. So, was mache ich jetzt mit der ganzen Kohle, die ich noch mit habe? Essen. Ich habe noch ein Buch, das packe ich auch noch in den Turm rein. So, also drei gelbe Teile fehlen uns noch. Von den komischen Greifern da. Und ganz viele Fließbänder. Ist schon tot da oben? Noch nicht. Noch nicht? Aber gleich. Wenn du jetzt angelaufen kommst, bestimmt. Bin gleich da. Der hat auch einen Turm. Der hat einen Turm. Der hat die zwei Türme. Platziert, ja.
okay. Ich muss mal ganz kurz weg. Ach, in meine Türme rein? Ja. Jetzt kommen sie von oben. Oh. Ein großer. Ich mag irgendwie die Großen nicht. Warum haben die Türmer nicht einen viel geileren Sound als wir? Mit unseren Maschinenpistolen. Weil wir Lappen sind und unsere Türme eher weniger. Alles da. Der Tor hat genau das bewirkt, was er machen sollte: die Schüsse vom Viech abfangen. So, brauchen wir noch eins, was hier weg muss? Zumindest erstmal nicht. Wir müssen jetzt halt nur die Ecke unten rechts klären. Dafür bräuchten wir aber wohl oder übel mal ein bisschen mehr Munition. Ich habe zwar noch 533 Schuss, aber ja. Ich habe noch 250. Aber ich glaube, ein bisschen mehr könnte nicht schaden. Ja. Hast du eigentlich schon die bessere Rüstung? Ja. Warum habe ich die noch nicht? Weil du bettelarm bist und so. Ich glaube auch. Hast du noch Platz im Inventar und kannst du oben ein paar Eisenschrott mit wegnehmen? Da habe ich schon ungefähr 20.000 Eisenschrott rausgenommen, den kriegen wir aber nicht mehr verbraucht, da wir viel zu wenig Eisenschrott verbrauchen. Okay, das heißt, wir brauchen mehr Eisenschrottgeräte. Wir sollten vielleicht mal unsere Produktion zurückschrauben von Sachen und nicht dauerhaft irgendwas produzieren. Wir haben sowieso schon gefühlt keine Eisenplatten mehr in unserer Basis. Und ich weiß nicht, wie du Munition herstellen willst, wenn du weder Eisenkästen da oben, was weiß ich, wie die Dinge heißen, hast, noch irgendwas anderes, was dir hilft. Im Endeffekt ist unsere Produktion so ungefähr 700 Mal zu groß für das, was wir liefern können. Ja, wie sieht denn das jetzt hier unten mit dem Eisenschrott aus? Der macht ja, was macht denn der hier unten alles? Stahl. Der macht Stahl komplett. Okay. Sich gar nicht mal so schlecht. Könnten. Was bringen dir jetzt die langen Greifarme? Dass die dort mehr Eisenschutt rauspacken, damit sie jetzt hier. Damit die jetzt keine Kohle mehr haben. Jo. Dann kriegen sie halt Kohle. Die du sehr gleich verteilt hast und so. Ja, fast. Ich dachte nicht, ich hätte noch mehr Kohle gehabt. Wärmegreifarme, dafür brauchen wir Chemie. Wie schnell sind die denn? 1080. Wie viel haben die anderen jetzt?
432. Alter! Guck mal, was das ist. Siehst du den Geschützturm dort? Den habe ich dir schon mal gesagt, dass der existiert. Aber gut, dass du sehr vergesslich bist. Das ist schon 30 Wochen her, bevor wir es jetzt mal aufgenommen haben. Vielleicht 40 Wochen. Dafür kann ich ja nichts, dass du vergesslich bist wie sonst was. Oder 45. Vielleicht auch 50. Irgendwann letztes Jahrhundert war das, glaube ich. Wenn, sind es maximal 17 oder 8 Wochen oder so in die Richtung. Dann forschen wir es fliegen. Können wir nicht forschen. Oh, Leichtbauteile. Da freue ich mich schon wieder drauf. Fließbandimmunität. Was ist das? Untergrund. Ja, genau. Militärflaschen. Dafür brauchen wir Öl, ne? Ja, dafür bräuchten wir Rohöl. Und Rohöl hätten wir da hinten. Und dafür bräuchten wir Mauern und dafür bräuchten wir Pistolen. Ich habe keine Greifer mehr. Tja. So, Pistolen. Bau du schon mal ein paar Pistolen hier. Nur ein paar. Können wir gegen die Viecher auch nicht mehr vorgehen. Ach, deswegen kriege ich da unten keine Eisenrahmen mehr ab. Okay. Alles klar. Macht Sinn. Tja, kann ich ja nichts für. Ich bin unschuldig, ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Dann machen wir das halt so. Ach, verdammt. Warum? Ich könnte es mir auch noch einfacher machen und noch gemeiner machen. Indem ich einfach jetzt die drei Eisenplattenkisten nicht mehr zu denen nach oben ausgeben lasse. Ach so, dann machst du sehr. Ah, alles klar. Saftsack, ey. Verdammter Saftsack. Ich habe auch noch eine Pistole übrig. Okay. Jetzt parkst du aus Faulheit schon beim Stahl drin oder was? Nee, ich habe gerade mal geguckt, wenn der Stahl vollgelaufen ist, ob wir uns dann hier unter Umständen ein paar Eisenplatten klauen können. Aber das dauert noch einen kleinen Augenblick. Dahinstellen, wo nur einen keiner sieht, und das am besten und hinter irgendjemanden gut versteckt.
nicht arbeiten musst, oder wie? Ist es aufgefallen? Auch. Toll. Aber es ist nichts Neues, von daher. Eisenstangen hat man doch noch hier irgendwo rumliegen gehabt. Gut. Brauchst du so viele Ziegelsteine? Ja. Wir brauchen die für Mauern, damit wir da schon mal ein paar Dinger herstellen können. Wie heißen die denn? Ein paar Wissenschaftspakete. Sehr schön. Ja, bei mir fahren auch gerade wieder die LKWs durchs Wohnzimmer. Ist doch schön. Ja, macht auf alle Fälle Spaß. Solange sie nicht ins Wohnzimmer reinfahren, wäre ich an deiner Stelle froh. Da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Ich hätte jetzt eher weniger Bock, so einen LKW in meinem Wohnzimmer stehen zu haben. Kommt drauf an, was er beladen hat, ne? Eine Lebensversorgung von was weiß ich, dann ist es dir gut und gerne lieb, ne? Jo, dann bin ich dabei. Dann bin ich auf alle Fälle dabei. Könnten wir Militär 2 machen? Panzer. Ach, die brauchen Schusswaffenmunition. Und Steine. Die brauchen dann Granate, also Eisen, Rahmen und Kohle. Dann müssen wir. Ja gut, da müssen wir ja da lang gehen. Also du musst den Schienenverkehr, damit du die Chemiepakete bekommst. Egal. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal, denke ich mal, deutlich mehr Erze. Ja, vielleicht. Ansonsten bringt uns das hier demnächst erstmal gar nichts. Die Roboter-Hangare brauchten ja. Nee, die brauchten gar keinen Strom. Oder Kohle oder Holz oder sonst irgendwas. Nö, die brauchen gar nichts. Die brauchen gar nichts. Oh nein, die brauche ich auch nicht.
So, dann nehmen wir die erstmal mit hier. Schaden brauchen auch schon die Dingspakete, Alien-Verarbeitungspakete. Traumhaft. Tja. So, kommt mal her, meine lieben Freundchens hier. Oh, bleib weg, bleib weg. Vielleicht doch weg. Oh, hallo. Macht ihm platt! Macht ihm platt! Machen sie auch, machen sie auch. Aua, 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 aua. Ich muss mal ganz kurz wieder auftanken. Kann ich eigentlich dieses Alienfleisch essen? Nee. Warum kann ich das Alienfleisch nicht essen? Weil das Alienfleisch für die Alien-Forschung ist ja nicht. Ja, aber vielleicht werde ich dadurch auch richtig stark. Ne, du nicht. Dir hilft das nichts. Bum, bum, bum. Boah, schon wieder so ein großes Viech. Achso, ich. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Warum gehst du nicht immer auf mich? Würde ich an der Stelle auch. Ich muss mich mal ganz kurz ein bisschen heilen gehen. Mal eben, ganz kurz, spontan. Mhm. Hast du mich gerade abgeschossen? Nein, das war das Alien, was da von nach vorne gerade gekommen ist. Ach, so natürlich. Ja. Deshalb ist deine Waffe auch länger draußen als meine, ne? Ja, ich muss mich auch verteidigen. Los, heil dich jetzt. Toilettenpause, 5 Kilometer weg von den Viechern. Du solltest nicht mehr in die Spucke reinrennen. Die machen Aua. Mhm. Oh, hör doch mal auf damit! Alter. Wie sind denn das da? 1, 2, 3, 4. Geh doch mal weg. Wenn ich jetzt da vorne ein Radar hinsetze, dann spucken die doch auf dem Radar rum, oder nicht? Kannst du auch genauso gut mit Turm machen. Ja, mach mal. Hab ich ja. Der Turm ist weg. Nee, hab ich abgerissen rechtzeitig, weil ich den Turm nicht verlieren wollte. Der Turm ist mir zu teuer. Oh, das Nest hier oben müsste man ja auch wegmachen, ne? Und das, das und das und das. Und, das Viecher, das müssen wir eigentlich auch noch wegmachen. Ach, das Gaming, das rote Ding da. Ja. Nee, das orangene. Das abgelaufene. Ja, Caps Lock. Super. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal eine kleine Pause. Hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.